Genauso. Genau. Und so, verkacken. Ja, unser erster Tod hier in Assassin's Creed 3 und ich würde mal sagen, wir sind desynchronisiert, was auch immer das bedeuten mag. Und wir fangen auch gleich wieder an mit der Rechnung. Atlantischer Ozean, Tag 72. Mann, gehen die Tage hier schnell vorbei. Hat ihm seine Mutter nicht beigebracht, nur Kekse nicht spielen zu dürfen. Das verschließt sich auch nicht. Wirklich? Ja. Hast du dir auch nicht beigebracht? Nee. Das nicht. So. Jetzt bin ich... Du lässt echt die ganze Zeit im Kreis. Dieser Mindbreaker, der hat mir gerade mein Mind gebreakt. Bereitet euch aufs Anlegen vor, Männer! Anlegen? Ich sehe kein Land, nur diesen undurchdringlichen Nebel. Die Möwen sagen uns, was wir wissen müssen. Klettert ins Krähennest, dann seht ihr es. Ich bin aber keine Krähe. Ich bin Kletter. Ahoi! Land in Sicht! Ist doch noch kein Land! Jetzt hätte ich gesagt. Ubisoft präsentiert Assassin's Creed 3! So, jetzt ist das Spiel erst richtig in Fahrt gekommen. Jetzt an. Ja, Sequenz 1 beendet. Reise in die neue Welt. Volle Synchronisation! Kabam! Genau. Kabam! Sequenz 2, Boston, 1754. Master Kenway! Master Kenway! Ja, kann ich euch helfen? Charles Leeson, schön euch kennenzulernen. Man bat mich, euch die Stadt zu zeigen, dass ihr euch einlegt. Oh, schon gut. Ich habe veranlasst, dass man euer Gepäck zum Gasthaus bringt. Ja, seid ihr zufällig der Sohn von John und Isabella? Hm. Genau der Berg. Ihr kommt im Auftrag von Edward Braddock, oder nicht? Ah, aber er ist noch nicht in Amerika und ich dachte, ich... Nun, so lange bis er kommt. Ich dachte... Like a Spider-Man. Du musst wieder zu ihm hingehen. Yeah. Sonst läuft er nicht weiter. Er fühlt sich so alone. Ich hatte gehofft, dass ihm zu unterrichten, wenn ich dem Orden dienen soll. Na gut. Ich meine, da gab es doch schon Internet. Das ist Sinn. Da gibt's so Parship. Ich glaube, ihr überschätzt mich. Parship. Unmöglich sein. Hier entlang. Versteht ihr? Wortspiel. Ja, Vorsicht, der Kampfplan. Da geht die Anmutter.
Also ich wusste. Also. Ich kann den echt anlocken. Heb gleich mal seine Waffe auf. Für alle Fälle. Weiß. Dann hast du sogar noch 5 Munition. Boston ist eine Lebensmittel. Nicht, dass ich den noch schon an. Es gibt alles Mögliche zu sehen und zu tun. Wenn ihr eingeladen seid, solltet ihr euch Zeit nehmen und die Straßen abrufen. Wer weiß, welche Möglichkeiten wir haben. Einen Moment, ich muss etwas besorgen, bevor es an der Arbeit geht. Ich besorge Pferde, während ihr das tut. Und da haben wir die Weltkarte. Und jetzt. Den wir helfen. So, was soll man machen? Jetzt müssen wir erstmal dieses Ziel markieren. Markiert. Jetzt laufen wir gleich mal dorthin. Eigentlich muss man es nicht markieren. Aber da Pumpkin so doof ist, muss es markieren. Hey! Du hast mir halt mein Mind gebreakt. Der wird nie alt. Er war beim ersten Mal schon alt. Schlecht. Doch, beides. Jetzt bin ich ernsthaft daneben gesprungen. Gib dir das. Oh nein, du hast recht. Komm damit zurück, du. Oh, da ist der schöne Laden. Ha, den hat's gelegt. Du kannst keine Leute angreifen. Verdammte Schnösel. Ja. Leider wurde es geändert, dass man in AC3 nicht mehr die Zivilisten einfach töten kann. Außer man visiert sie an. Sehr, um genau zu sein. Aber einfach so geht's nicht. Was ist denn? Ich wurde beraubt. Gebinde und Ordner und... Obwohl ich bereits alles zurück habe, fürchte ich, es ist ruiniert. Ihr meint das Buch? Das ist kein ordinäres Buch. Es ist ein Almanach. Der erste, den ich schrieb. Gehört Almanach. Benjamin Franklin. Ist mir eine Ehre. Haytham Kenway. Ihr seid sicher neu in Boston. Warum sagt ihr das? Ihr besitzt immer noch Anstand. Haltet an und helft einem alten Rüpel wie mir. Ich will euch nicht bedrängen, aber ihr scheint recht agil zu sein. Wenn ihr meine fehlenden Seiten finden solltet, belohne ich euch. Seht, ich bin nicht sicher, ob... Schon gut, falls ihr Zeit dazu habt, hurra. Falls nicht, auch nicht schlimm. Im jetzigen Zustand ist es ohnehin nutzlos. Doch solltet ihr es schaffen, es wieder herzurichten, werdet ihr mich bei dem Händler dort drüben finden. Nun, das war interessant. Mein Herr, möchte ihr... Normales ödes Schwert. Ein normales Waffen. Das habe ich nicht gekauft. Ganz normal. Jetzt will ich eine ganz normale Feuerwaffe. Und dann. Ja, genau das. So, was steht als nächstes auf der Liste? Nein, natürlich nicht aufs Pferd steigen. Beziehungsweise das Pferd besteigen. Von hinten nehmen. Wir reiten zur Green Dragon Tavern. Die Besitzer sind exzentrisch. Doch die Zimmer sind geräumt und man stellt dort keine Fragen. Wurde euch gesagt, warum ich nach Boston gekommen bin? Nein, Master Birch sagte, ich brauchte nicht mehr zu wissen, als ihr mir sagt. Er schickte eine Namensliste und bat mich dafür zu sorgen, dass ihr sie findet. Und hattet ihr schon Erfolg damit? Ah, William Johnson erwartet uns schon im Green Dragon. Wie gut kennt ihr ihn? Nicht gut, aber er sah das Zeichen des Ordens und zögerte nicht zu kommen.
Beweist mir eure Loyalität. Und ich anscheinend hast du die Seite nicht gefunden, beziehungsweise du hast sie nicht gesucht, Pumpkin. Was? Die Alemann-Seiten. Sollen wir auch nicht. Da stand vorhin oben links 0 Alemann-Seiten gefunden. Alamach. Dann halt Alamach. Na gut. Eine. Natürlich. Mission beendet. Das war eine Mission. Ey, volle Synchronisation. Du Lügner, betrügender, nichtsnutziger Schweinehund. Kommen wir vielleicht ungelegen? Oh, seid nicht albern, meine Lieben. Setzt euch bitte. Wollt ihr etwas essen? Einen Drink vielleicht? Oder braucht ihr ein Nachtlager? Wir haben schon Zimmer. Deine Verhältnisse schon. Oh, ja. Natürlich. Ach. Die Herren Lee und Kenway. Wer hat hier das Pferd? Ich lasse euer Gepäck nach oben bringen. Du? Scheiße. Wer guckt hier unter den Bock, benötigt ihr sonst irgendetwas? Nein. Nur Ruhe. Ey, warte auch nicht. Ja, da putzt sie. Da putzt sie. Wie denn sonst? Wie ein Putzmann oder was? So, William Gollum. Wie in Harry Potter. Ein Vergnügen. Ja, da gibt's diese Putzgolems. Guter Junge. Vielleicht ein wenig ernst. Ich hörte, dass ihr eine Expedition zusammenstellt. Wir vermuten eine Stätte der Vorläufer in der Region. Mit eurem Wissen über das Land und seine Bewohner könnte ich sie finden. Leider wurden meine Forschungen gestohlen. Ohne sie kann ich euch nicht helfen. Dann finden wir sie. Habt ihr eine Spur? Mein Partner, Thomas Hickey, hat sich schon umgehört. Er versteht's gut, Zungen zu lockern. Da dann muss wohl einer telefonieren gehen. Und ich werde die Dinge beschleunigen. Es gibt Gerüchte über Banditen, die südwestlich von hier ihre Basis haben. Dort solltet ihr ihn finden. Charles? Sir? Wir brechen auf. Natürlich. Los geht's. Gates. Okay, das war jetzt aber zu viel des. Okay, dann laufen wir mal weiter. Thomas Hickey? Wer will das wissen? Haytham Kenway. Müsste ich euch denn kennen, hä? Zeig etwas Respekt, Bursche. Ruhig, Charles. William Johnson schickte uns in der Hoffnung, eure Suche zu beschleunigen. War auch keine Beschleunigung. Und auch nichts von eurer. Nach dem Video beenden wir jetzt diese Jam-Session. Die Diebe längst beziehungsweise Aufnahme-Session, sorry. Und schneiden die Videos zurecht und laden sie hoch. Ich überlege, wie ich die Halunken klein kriege. Ich habe eine Idee. Lasst hören. Ich töte den Ausguck und beziehe Stellung hinter den Wachen. Ihr beiden kommt von vorne. Sobald ich das Feuer eröffne, stürmt ihr rein. Damit haben wir das Überraschungsmoment. Die Hälfte wird fallen, bevor sie merken, was geschehen ist. Also, nun beenden wir diese Aufnahmesession. Danke, dass ihr den Arid-Tune zugeschaut habt.
ich heiße nochmal Mindbreaker und das ist... Pumpkin? Hallo, ja, Pumpkin. Also dann, bis zum nächsten Mal, eure AirRageTuber.